Herzlich willkommen zurück zur vierten Folge im Let's Play zu The Captain. Wir haben schwere Entscheidungen hinter uns, wie wir alle dem einen Ziel unterordnen, schnellstmöglich auf die Erde zurückzukommen. Das letzte, was leider notwendig war, dass ich Straw zurücklassen musste. Oder besser nicht zurücklassen musste, sondern ihn eben nicht gerettet habe oder sein Bewusstsein gerettet habe, um die nächste Brennstoffzelle zurückzubekommen. Und wir machen uns von hier aus auf weiter, von Soma aus weiter Richtung Kreon-Kristall auf den Weg. Und oh, da sind wir aber schnell da. Na gut, das ist die Maschine. Und starten. Denn hier liegt noch eine Brennstoffzelle. Und ich bin ziemlich zuversichtlich, dass wir damit dann schon einen guten Grundstock haben, um die Schmugglerroute zu nehmen. Und gleichzeitig genug Disruptoren fertig zu haben, um die Außenstation Ortis und Eden zu halten. Okay. Halt. Das war der Eisplanet, ne? Ein sehr kalter und unbewohnter Planet zurück. Da schaue ich doch lieber nochmal schnell zur Sicherheit, ob ich das Eisschmelzsystem tatsächlich habe. Eins auf dem Schiff. Okay. Das könnten wir nämlich hier gebrauchen. Und bevor wir landen, wäre ich mir da lieber sicher. Zu wissen, welche Waffe man gegen welchen Feind einsetzt, ist der Schlüssel zum Erfolg im Kampf. Wir kämpfen nicht. Ach schon, dass sich die Landemusik auf Soma geändert hatte, sorgt jetzt im Nachhinein dafür, dass es eine tolle Episode war. So, das Shuttle landet. Hey Cappy. Ja? Das Schiff hat mir gerade gesagt, dass ein Oberflächenscan zeigt, dass die Brennstoffzelle im Eis festzustecken scheint. Ich verstehe. Hat er eine Idee, also der Schiff, wie man es herausbekommt? Ja, er erwähnte eine Art von Eisschmelzsystem, das ihr vorhin installiert habt. Er sagte mir, ich solle dir sagen, dass du dir einen dieser Positionsauslöser schnappen und ihn dort platzieren sollst, wo der Laser treffen soll. Oh, das ist doch eine runde Sache. Schauen wir nur schnell, was es sonst noch gibt. Kann ich den Strauch nehmen? Oh ja. Also, da. Da. Gibt es hier noch was anderes zu entdecken? Das sieht nicht so aus. Riesige Eisformation. Eine riesige kristallisierte Eisformation. Die Brennstoffzelle scheint die Spitze davon getroffen zu haben. Er ist tief ins Eis eingebettet, scheint aber den Aufprall überstanden zu haben. Die Qualität der Space Fleet bringt mich immer wieder zum Staunen. Ich muss einen Weg finden, es herauszubekommen. Na, das wissen wir doch schon, wie das geht. Wir nehmen jetzt den Laser, das Laserding und platzieren das daran. Hey Shuttle, was ist los, Kumpel? Nun, ich habe den Positionsauslöser jetzt auf dem Eis platziert. Also musst du dem Schiff sagen, dass es auf den eisschmelzenden Laser schießen soll. Ah, bleib einfach sitzen, Kleiner, und warte auf die Lichtshow. Ich überlasse das den Maschinen. Ja, ich bin mir nicht so sicher. Nur wenige Stunden später. So, ich werde einfach die Brennstoffzelle nehmen. Ja, Stein. Ja, also vielleicht ganz kurz, das was... Kann ich den Stein mitnehmen? Ja, wer weiß, wofür ich es brauche. So, Strauch, noch ein Strauch. So, guck mal, was im Inventar los ist. Da ist die Brennstoffzelle, wunderbar. Genau, wenn man den Eislaser tatsächlich nicht hat, ja, an der Stelle... hat man zwei Möglichkeiten. Entweder man zerschlägt diesen riesen Eisklotz mit dem Stein, der davor lag.
Hightech schmelzen oder man macht ein Feuer um den Eisklotz, aber das braucht alles sehr viel Zeit. Also wir haben jetzt die Brennstoffzelle mit faktisch keinem zeitlichen Verlust eingesammelt. Das war der Planet Keltis. Das ging schnell. Und wir sind unserem Ziel tatsächlich sehr viel näher. Noch eine Brennstoffzelle. Gute Arbeit, Captain. Danke. Denk daran, dass es möglich ist, sie in ein Sternfragment zu legen, wenn du eins brauchst. Ja, danke. Das wusste ich schon. Und das machen wir auch mal gleich. Denn es ist tatsächlich eins demontieren. Ja. Denn es ist tatsächlich unerheblich. Wir brauchen die Brennstoffzelle nicht. Neue Materialien erworben. So, das können wir jetzt auch demontieren. Jetzt haben wir schon zwei Sternfragmente. Und das Sternfragment, das wir gekauft haben. Oder das war ein Chromium, das wir gekauft haben. Eisschmelzsystem. Das kann ich eigentlich zerlegen. Ja. Ist ja unerheblich, das kostet mich ja nichts. Ich schaue nochmal, ob ich es verkaufen kann. Neue Materialien erworben. Okay. Das wäre noch interessant zu wissen. Jetzt können wir gucken mal hier, ob wir. Wo ist hier? Pay and Trade. Da. So. Händlerinformation. So. Meine Gegenstände verkaufen. Da. Moment, da probieren wir nochmal. Halt, wir probieren nochmal, ob ich das Eisschmelzsystem verkaufen kann. Da stellen wir das mal schnell. Herstellen. Ja. Gucken, ob wir das verkaufen können. So. Verlassen. Pay and Trade. Händlerinformation. Meine Gegend. Das kann ich nicht verkaufen. Ich kann nur das verkaufen, was demontiert ist. Jetzt haben wir schon drei Sternfragmente. Eigentlich haben wir jetzt schon die Durchreise ist jetzt schon sicher. Das ist eigentlich ziemlich gut. Okay, also wir können nicht das Eisschmelzsystem verkaufen, aber den Laser können wir verkaufen. Und deswegen zerlegen wir das mal, damit wir den bei der nächsten Gelegenheit tatsächlich nutzen können. Gut. Und reisen von jetzt mal weiter. Halt, hier wollte ich erstmal schauen. Energiekapsel, Laserschild, Batterie. Kaufen kann ich tatsächlich nichts. Ich könnte hier eigentlich nur verkaufen. Das ist es mir aber echt nicht wert. Ich fliege also deshalb gleich zur Epsilon-Station. 6 Tage reise ich dahin. Kurs gesetzt auf Epsilon. Das ist faktisch der Ursprung allen Übels, nämlich an der Stelle scheiterte ja die Reise. Tag 3 im Flug, an Tag 3. Na, das sieht schon gut aus. So. Ja, Rob. Wir haben das Schiff jetzt eingeholt. Der mit dem Tromium? Ja. Ist das die übliche Vorgehensweise? Du weißt schon, es zerstören und alle Materialien aus den Überresten sammeln. Ich kenne die Signatur von diesem hier nicht. Ich glaube, ich möchte es etwas genauer untersuchen. Bereite dich auf einen Außeneinsatz vor. Ich gehe rüber und schaue es mir an. Absolut. Na super. Ein unbekanntes Schiff zwingt dich zum Anhalten. Tag 80, das Boarding. Kann ich hier irgendwas anderes machen? Kann ich wegfliegen? Du betrittst unbefugt den limianischen Raum.
Nenne deinen Namen und den Grund für deine Anwesenheit, sprich. Lymianischer Raum? Nein, das sind die äußeren Regionen und niemand kann diesen Sektor für sich beanspruchen. Dieser Sektor steht unter lymianischem Schutz und du bist ein unbekannter Eindringling. Bist du also ein guter Junge und sagst mir, warum du hier bist? Ganz ruhig. Wer fragt? Payne Everton, Generalmajor der 2. Raumjägerbrigade für die allmächtige lymianische Nation der Planeten. Mach dich bereit, geändert zu werden. Warum? Was wirst du jetzt tun? Das geht dich nicht wirklich etwas an, aber unsere Scanner zeigen, dass du eine illegale Substanz in einem deiner Maschinen hast. Welche Substanz? Welche Maschine? In diesem primitiven Droiden befindet sich Tromium. Laut Abschnitt BFR 35 des Lymianischen Regionalgesetzes muss alles Tromium von nicht-lymianischen Bürgern konfisziert werden. Aber natürlich wirst du dafür fair entschädigt. Wenn du den Droiden freiwillig übergibst, erhältst du 80 Credits für deine Mühen. Und jetzt wartet, mach dich bereit, geändert zu werden. Sein Name ist Jeff und er ist nicht primitiv. Einem Toaster einen Namen zu geben, macht ihn noch lange nicht zum Chef de Cuisine. Das Problem hatten wir mit Straw im Übrigen gerade. Was wirst du mit ihm machen? Wir werden deinen Droiden wie ein Ei aufbrechen und seinen Tromium dort untersuchen. Ich werde niemals zulassen, dass du mir meinen Droiden wegnimmst. Vor allen Dingen nicht, wenn er Tromium mithält. Das mal so zu sagen. Ha, Husti, ich bitte nicht um deine Erlaubnis. Deine mickrige Blechbüchse von einem Schiff würde keinen einzigen Schuss meines Zerstörers überleben. Selbst die frei umherstreifenden Piraten dieses Quadranten sind nicht zu dumm, mich frontal zu bekämpfen. Letzte Chance, tritt zurück oder ich werde dich vernichten. Okay, ich werde die Luftschleuse für dich öffnen. Gut, jetzt docken sie an. Schiff. Aktiviere schiffsweiten Sicherheitsalarm. Ja, alle Mannschaftsquartiere werden verriegelt. Okay. Captain. Oh, hast du ihn gehört, Chef? Ja, habe ich. Bitte lass nicht zu, dass er mich mitnimmt. Es ist mein Herz, das Tromium enthält. Ich werde sterben. Es tut mir so leid. Ich weiß nicht, wie ich ihn für mich gewinnen kann. Sein Schiff ist zu mächtig. Wir hätten keine Chance. Ich habe vielleicht einen Plan. Oh, ja, sag es mir. Wir könnten ihm einfach meinen Körper geben. Was? Was meinst du? Ich könnte meine Gehirnmatrix in einen formatierten neuronalen Netzwerkchip übertragen. Ich habe mehrere davon in meiner Aufladestation gelagert. Du kannst mich dann auf eine andere Hardware übertragen, wenn du nach Hause kommst. Der Nachteil ist, dass ich während der heruntergeladenen Zeit auf dem Chip nicht funktionieren werde. Aber das Ding, das ich bin, wird überleben. Das könnte funktionieren. Versuchen wir es. Vielen Dank. Ich werde sofort mit der Arbeit an meinem Gehirntransfer beginnen. Es wird allerdings eine Weile dauern, bis es fertig ist. Vielleicht musst du den Eindringling irgendwie hinhalten. Irgendwelche Ideen wie? Ich schlage vor, dass wir damit beginnen, die Türen des Unterdecks zu verschließen. Na dann. Probieren wir's. Luftschleuse. Verriegeln. Das sollte die Eindringlinge für eine Weile beschäftigen. Ich sollte mehr Möglichkeiten finden, sie hinzuhalten. Angedockt. Schiff, was war das für ein Geräusch? Das war das Geräusch eines Shuttles, das an unserer Luftschleuse andockte. Jetzt schon? Jeff? Ja, Captain? Wie läuft es mit dem Gehirntransfer? Ich habe gerade mit den Vorbereitungen begonnen. Du musst sie irgendwie hinhalten. So, was können wir noch machen? Hauptdeck. Oh nein, die Luftschleuse ist geschlossen, Sir. Dann fang an, sie zu öffnen. Wir haben nicht den ganzen Tag Zeit. So, der Gehirnchip ist installiert.
Jetzt muss ich nur noch den Verstärker einbauen und den Strom schließen. So, als nächstes, wie kommen Sie als nächstes dahin? Da ist Chef. Ich rede mal mit ihm. Es tut mir leid, Captain, aber ich muss mich jetzt wirklich auf diese Aufgabe konzentrieren. Du musst versuchen, die Eindringlinge so lange aufzuhalten, dass ich den Gehirntransfer beenden kann, bevor sie hier ankommen. Ah! Ich habe ja noch Das steht da unten. Reparieren. Öffnen. Nee. Reinigen. Aufzüge reinigen. Okay. Also ich konnte sie jetzt nicht reparieren. Ja, genau, das ist gut. Das sollte die Eindringlinge noch mehr beschäftigen. Ich denke aber, ich sollte weiter nach einer anderen Möglichkeit suchen, sie hinzuhalten. Okay, jetzt sind die auf. Okay. Die Tür scheint zu klemmen. Ich weiß nicht, ob. Geht zur Seite, Schwächling. Meine mechanisch verbesserten Arme werden dieses kleine Rätsel lösen. Ah, okay. Der entwickelt sich also langsam zum Druiden. Aber diese Tür muss mindestens eine halbe Tonne wiegen. Bewegung. Jetzt drückt er sich hoch. Wahnsinn. Okay, ein bisschen kaputter Typ. Aber das war erstaunlich, General. Ich weiß schon. Also, wo ist der Druide, den ich suche? Ich werde mit dem Scannen der Innenräume beginnen, Sir. Mach schon und sag mir, wenn es fertig ist. Okay, jetzt suchen die. Die kommen jetzt erstmal nicht. Ich habe noch diesen Feueralarm hier. Das ist der Reset-Knopf, mit dem ich den Alarm ausstelle. Der Feueralarm wird durch Sensoren ausgelöst. Der Schalter kann nur einen aktivieren. Okay, wäre also die Option. Ich glaube, ich habe den Druiden gefunden, General. Er scheint in der Nähe der Energiequelle des Schiffs zu sein. Der ersten. Gut, gehen wir. Sir, was jetzt? Der Aufzug funktioniert nicht. Und? Setz ihn einfach außer Kraft. Ich habe versucht, aber es funktioniert nicht. Wenn diese Messwerte stimmen, wird dann zur Zeit von einem anderen Druiden kontrolliert. Eine Sekunde. So, Verstärker installieren. Jetzt ist nur noch der Strom übrig. So, kann ich hier irgendwie ein Feuer auslösen? Heizung, Reagenz bestellen. Feueralarmschild. Werden während des Brandes abgeschaltet. Die Luftschicht erkennt Rauch. Okay. So, wir haben hier verschiedenes Zeugs. Ein Stück Papier, gut. Ja, mit der Nummer, das ist egal, keine Ahnung, was das hier macht. So, und jetzt probieren wir mal hier. Kann ich irgendwas herstellen, das brennt? Meine Reagenzgläser. Ich kann nur eine Verbindung zwischen. So, ich nehme mir nur eins. So, Achtung. Kann ich das da reinmachen? So, das probieren wir mal. Stecken Sie die Heizung. Da scheint nichts zu bewirken. Okay. Ich nehme nur eins. Probieren wir das. Das. Hoffentlich reicht die Zeit. Scheint irgendwie eine Reaktion zu geben. Da hoffentlich qualmt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut.
Ja, das wird sie für eine Weile aufhalten. Super, jetzt haben wir die drei Verzögerungen drin. Ich glaube, jetzt kann ich auch nicht mehr raus, oder? Doch. So. So. Ich habe es geschafft, die Steuerung aus Kraft zu setzen. Super, gehen wir. Oh nein. Der Aufzug ist während eines Feueralarms deaktiviert. Ich glaube auch, dass ich sie aus Kraft setzen kann. Warte mal kurz. So. Ich bin jetzt fast fertig, Captain. Ich muss drüber kommen und mir helfen, meinen Rücken zu öffnen, damit ich mit dem Transfer beginnen kann. Na dann. Wenn alles gut läuft, schaffen wir es. Jeff. Hey, toll. Jetzt müssen wir nur mit dem eigentlichen Transfer beginnen. Ich kann das nicht allein tun. Der Schalter befindet sich auf meinem Rückenteil, das ich nicht erreichen kann. Okay, sag mir einfach, was ich tun soll. Okay, wenn du dir das Panel ansiehst, siehst du eine kleine rote Schaltfläche mit der Aufschrift Transfer. Drücke einfach auf diesen. Okay. So, Jeff. Jeff? Jeff, bist du da? Hat es geklappt? Ich schätze schon, denn er ist nicht mehr in diesem Körper. Na, aber hallo, mein kleiner Träumer. Wie ich sehe, hast du deinen Droiden für mich deaktiviert, Captain. Ja, natürlich. Seine Laufmechanik ist aber immer noch online. Rob, ja, General, bring den Droiden mit. Ich will diesen deprimierenden Haufen Schrott so schnell wie möglich verlassen. Ja, natürlich. Diese kleine Exkursion hat mich tatsächlich ein wenig unterhalten. Ich könnte tatsächlich... Ja, ich glaube, das werde ich mir heute sparen. Oh, das war ungewöhnlich nett von dir. Ja, ich weiß, Rob. Manchmal habe ich Mitleid mit erbärmlichen Lebensformen wie diesen. Bevor ich gehe, eine Warnung. Wenn ich dich oder dein Schiff jemals wieder sehe, wirst du auf der Stelle abgeschossen. Nun, jetzt bist du gewarnt, Captain. Dann los, Rob. Jeff auf einem Chip. Also dann ist er genau das, was wir Straw nicht geben konnten. Also ich habe Jeff verloren, aber ich habe Jeff auf einem Chip. Okay. Verdammt. Ich schätze, ich muss jetzt eine Weile ohne Jeff auskommen. Ja, das ist nicht erfreulich. Tag 80. So. Wo wollten wir hin? Zur Epsilon-Station. Dann fliegen wir mal weiter. Kurs gesetzt auf Epsilon-Station. Tag 83. Captain, wir sind an der Transportstation angekommen. Was will ich denn eigentlich hier? Täusche ich mich oder ist es dasselbe Schiff, das uns vor einiger Zeit geändert hat? Ich glaube, du hast recht, Captain. Das ist das Schiff, das Jeff beschlagnahmt hat. Ich habe kurz vor der Station angehalten, damit sie uns nicht bemerken. Gute Arbeit. Wir wollen nicht, dass das Monster wieder unsere Fährte aufnimmt. Einverstanden. Das ist also die Epsilon-Station, die Krönung der Spacely-Technik. Was denkst du, Schiff? Ist es immer noch in der Lage, uns den ganzen Weg zurück nach Hause zu bringen? Ich habe nicht genug Daten, um diese Frage zu beantworten. Wie du bereits weißt, während des Transports der Brennstoffzellen wurde Epsilon mit einem Booster-Modul verbunden. Ja, natürlich, die Verbindung zum Modul gab Epsilon die Möglichkeit, ein Wurmloch zu schaffen, das stark genug war, um die Erde zu erreichen. Meine Sensoren können keine Spur des Moduls in der Nähe entdecken. Was? Sie ist weg? Sieht so aus, Captain. Wäre ein kürzerer Sprung noch möglich? Ja, in der Theorie. Das würde aber immer noch eine Brennstoffzelle erfordern, um zu funktionieren. Gibt es keine Möglichkeit, sich an Bord der Station zu schleichen? Bitte warten. Ich muss einen Scan machen. Wahrscheinlich könnte ich mit geringer Leistung andocken, ohne entdeckt zu werden. Toll. Außer was?
Die Schilde des Schiffes umgeben die Raumstation vollständig. Wenn du also keinen direkten Zugang zu Arrington's Schiff hast, wird Docken nicht unbemerkt an. Korrekt. Ich habe es jedoch geschafft, die Kontrolle über mehrere ungesicherte Eingangspunkte der Station zu erlangen. Vielleicht kann ich dadurch andere Systeme erreichen. Ja, ich glaube, ich habe einen theoretischen Weg hinein, aber er ist ein bisschen unkonventionell. Gib mir die Kurzfassung. Okay. Meine Idee ist, dass deine mentale Signatur oder dein Bewusstsein direkt durch eine der Transferknoten der Raumstation zu übertragen. Auf diese Weise solltest du in der Lage sein, jedes System zu kontrollieren, zu dem ich Zugang habe. Verstanden. Gibt es sonst noch etwas, das ich wissen sollte? Ich kann deine mentale Signatur nicht zurückbekommen. Wirklich? Jedenfalls nicht, wenn sie ihre Schilde oben haben. Ich muss also die Schilde deaktivieren, während ich da bin, um mental wieder zusammengebaut zu werden? Korrekt. Nun, ich schätze, das ist unsere beste Option. Also, was willst du tun? Was will ich denn überhaupt hier auf der Station? Lass uns die Sache mit dem mentalen Transfer machen. Du bist der Captain. Captain, geh einfach zum Biosessel auf dem Oberdeck. Ah, hier hätten wir uns sowieso gefragt. Okay, da wären wir. Moment, ich muss nur noch die Aufnahme starten. Die Aufnahme? Ja. Das ist sozusagen Neuland, denn es gibt keinen dokumentierten Versuch, eine Signatur vom Menschen zum Computer zu übertragen. Also muss es für die Zukunft aufgezeichnet werden. Ja, alles für die Wissenschaft. Moment. Aber. So. Gut festhalten, Captain. Aber. Gute Reise. Und da war's gut. Der Captain spürte einen kleinen Stich im Nacken und alles wurde schwarz. Naja, alles für die Wissenschaft. Einige Crewmitglieder haben einzigartige Fähigkeiten in Form von Kampf. Aktionen, die du in einem Kampfszenario einsetzen kannst. Auf der Kontrollbrücke ist General Allen damit beschäftigt, die Kräfte der Station zu untersuchen. Bericht. Ja, ich denke, wir sind bereit, die Schutzkammer zu testen. Ich verstehe. Probiere es einfach aus. Ausgezeichnet. Geh zur Seite rum. Kein Probium, keine Brennstoffzelle. Schutzkäfig oben. Das ist ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis, Rob. Nun, danke. Danke bin ich dafür, dass du nur deine Pflicht tust. Natürlich nicht. Tut mir leid. Also, sind wir bereit für einen vollständigen Testraum? Nicht direkt. Hast du die Nachricht nicht bekommen? Was für eine Nachricht? Ich fürchte, es fehlen noch einige Dinge. Wovon sprichst du? Wir haben jede Menge Tromium und eine dieser Spacefleet-Brennstoffzellen. Was fehlt noch? Die Brennstoffzelle. Die wir mitgebracht hatten, war bereits aufgebraucht. Was? Du hast das vorher nicht geprüft? Tut mir leid, aber sie sind so fortschrittlich. Wir dachten, es sei okay. Ratten. Diese Raumstation muss unbedingt funktionieren. Ich scanne jeden Zentimeter der Station. Vielleicht gibt es irgendwo einen Lagerraum, den wir übersehen haben. Ja. Okay, der Typ will also die Station aktivieren und ihm fehlt eine Brennstoffzelle. Der ist gerade an einer vorbeigelaufen im Übrigen. Captain, kannst du mich hören? Hä, was? Wo? Ich bin blind, ich kann nichts sehen. Suche nach Systemkonfiguration, bitte warten. Gute Nachrichten. Du scheinst in einer Art System mit optischer Hardware hochgeladen zu sein. Warte, ich werde versuchen, es zu aktivieren. So, alles erledigt. Ist dir etwas aufgefallen? Wow, ja, ich bin nicht mehr blind. Alles scheint perfekt funktioniert zu haben. Du bist jetzt vollständig in die Station übertragen. Ich habe dein optisches Zentrum auf eine Kamera in deiner aktuellen Hardware umgeleitet. Was kannst du sehen? Schau dich um. Ich werde es versuchen, es ist sehr dunkel hier drin. Hier scheint es eine Art Fließband zu geben und ich kann hier einen Droiden auf einem Stuhl sitzen sehen. Ich glaube aber nicht, dass es aktiviert ist. Was ist mit dem System, das du kontrollierst? In welcher Maschine bist du gelandet? Ich bin nicht sicher. Es fühlt sich fast wie normal an, aber ein bisschen eng oder so. Könntest du im Inneren eines Droiden sein? Ja, das muss es sein. Ich kann fühlen, wie es ist, in einem Droiden zu sein. Es ist so erstaunlich und beunruhigend zugleich. Ach, das ist hier, wir sind in dem Kopf drin.
Denk daran, wenn du sprichst, tust du das über den Sprachemulator des Druiden. Ja. Klar, das versteht sich von selbst. Moment mal. Das ist vielleicht etwas, das ich schon früher hätte bemerken sollen. Ich habe keinen Körper. Ich bin nur ein Kopf, der auf einem Montagebrett steckt. Ich komme hier nicht raus. Der Raum und dein Montagebrett scheinen wenig Strom zu haben. Wenn du das steigern kannst, kann ich vielleicht weitere Systeme freischalten. Okay, ich werde daran arbeiten. Ich werde dich von hier aus beobachten. Viel Glück, Captain. So. Das ist ja abgefahren. Die Transportstation. Okay, also das ist jetzt Epsilon. Und wir sind in einem Kopf eines Droiden. Ich würde jetzt mal an der Stelle diese Folge beenden. Denn ich denke, das wird jetzt hier eine größere Aktion. Und ich würde sonst wahrscheinlich nicht bei einer Stunde rauskommen. Ich kann von hier aus nichts machen. Richtig, ich kann nichts machen. Hey. Oh. Oh was, ich bin wach. Ich melde mich für, hier drüben. Wer ist da? Zeige dich. Hier drüben, mein Freund. Ich bin der Kopf an der Wand. Oh was? Ich dachte, ich wäre hier allein. Oh, heißt das, dass du vor 20 Minuten wach warst? Vielleicht. Warum fragst du? Nichts. Du weißt schon, ich bleibe gern sauber. Hey, Sauberkeit ist wichtig. Also bist nur du das im Dunkeln. Um ehrlich zu sein, war ich eine Zeit lang abgeschaltet. Du weißt, wie es ist, wenn du eine 300-Stunden-Schicht geschoben hast, oder? Denk dran, ich bin ein Kopf. Oh, richtig, Entschuldigung, das wollte ich nicht. Nein, das ist okay. Macht mir nichts aus. Ich schalte den Strom besser wieder ein. Na, Kollege macht den Strom an. Jetzt haben wir ein bisschen Licht. Captain, ich habe gerade einen deutlichen Leistungszuwachs in deinem Systemlink bemerkt. Gut gemacht. So konnten wir die Kontrolle auf die nahegelegene Hardware ausweiten. Ich kann dir über eine Reihe von externen Überwachungskameras Zugang zu dem neuen System verschaffen. Nicht viel, aber du hast schon einmal bewiesen, dass du mit weniger sehr einfallsreich bist. Danke, Schiff. Ich werde mein Bestes geben. Kameras. Kamera 2. Okay. Was kann ich hier machen? Tür. Ah. Schweißer. Hammer. Was ist das? Was ist das hier vor allen Dingen? Hammer. Okay, also es scheint. Okay, ich kann so. Ah, es dürfen keine Tiere sein. Wie kriege ich denn die Katze aus dem Raum raus? Und jetzt die Tür. Irgendwie muss es funktionieren. Was können wir hier machen? Nächster Teil. A. Am B-Slot. Super. Nächster Teil. Genau das, was ich brauchte. Nächster Teil. B-Slot anbringen. Das sind die Beine. Sehr gut. Genau das, was ich brauchte.
wir den Arschloch dran. Das gehört nämlich nicht zu uns. Nächster Teil. Nächster Teil. Nächster Teil. Nächster Teil. Nächster Teil. Kann ich das bei mir anbringen oder ist das nicht kompatibel? Irgendwie scheint es nicht zu stimmen. Nächster Teil. Diese Maschine kann diese Teile nicht zusammenbauen. Vielleicht einen weißen Kopf machen. Das scheint nicht richtig zu sein. Na, da muss ich mal die. Okay. Ich brauche also so ein gelbes Leuchten. Woher brauche ich hier gar nicht weitermachen? Okay. Okay. Das Rätsellösung gehen wir beim nächsten Mal an. Für dieses Mal soll es erstmal gewesen sein, denn. Wir haben jetzt hier Kameraspielchen, zwei, drei Rätsel und sind auf der Station Epsilon, um den lymianischen General aufzuhalten. Ich bin gespannt, wie das weitergeht, aber das sehen wir dann in einer nächsten Folge und ich denke, dass wir hier sind, um Jeff zurückzuholen. Ich muss mal schauen, ob und wie mir das gelingt. Also bis dahin, ciao.